Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tambi, mit einer weiteren Folge zu The Hunter Call of the Wild. Ja, ich bin in Hirschfelden unterwegs wieder und wie siehe da, ich habe eine Höhle gefunden. Ich war gerade auf Wiesentjagd und ja, dann dachte ich mir, holst du mal dieses Fragezeichen und es ist tatsächlich eine Höhle, die ich mit euch jetzt begehen will. Wie ihr seht, ich war noch nicht hier. Ich war noch nicht drin. So, vielleicht haben wir ja das Glück, oh, hier mit Stacheldraht und so, irgendein Sammelobjekt zu finden oder ein Artefakt oder so. Oh, mal die Lampe anmachen. Ja, die ist schon ein bisschen größer als die in Amerika. Aha, was haben wir denn da? Das sieht mir aus wie ein Dings hier. Registrierungsnummer von einem Soldaten, so eine Plakette. Gucken wir doch gleich mal. Artefakte, Mann. Ja, Erkennungsmarke. So, was haben wir noch hier? Geht's hier wieder? Kommen wir hier hoch? Tatsächlich, man kommt hier hoch. Ja, so dunkel. Man sieht die Hand vor Augen kaum. Besser mit der Lampe aus. Ist einfach nur ein schwarzes Nix. Ja, und hier komme ich auch nicht weiter. Eine steile Wand. Aber immerhin eine Höhle. Ja, cool. So ein Kreis hier mit Steinen und so. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe nämlich vorhin hier einen Wiesent angeschossen. Und mal schauen, ob wir die Spur aufnehmen können. Ja, hier bin ich gerade eben hochgekraxelt, ist verdammt schwer. Ach so, falls ihr das mal sehen wollt auf der Map. Ich bin jetzt hier. Ernstdorf. So, ich muss jetzt hier rechts zur Straße. Könnte gut wieder sein, dass die hier in der Nähe sind. Ich dachte, ich habe Steps gehört. So, da vorne sind schon die Spuren. Jetzt regnet es auch noch. So, hier will ich noch mal die Bedürfnisstelle aufnehmen.
Fließend. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich den ersten Hit hatte. Aber irgendwo hier muss ja Blut liegen. Das ist nicht vom Wiesent, glaube ich, hier. Nein, Rotfuchs. Schauen wir mal, irgendwo muss hier Blut liegen. Da. Ich wusste doch. Oh, sogar ein tödlicher Treffer. Ja, und wenn wir Glück haben, finden wir sogar noch einen. Da vorne liegt das gute Tier. Ja, Bronze nur. Ja, folgen wir der Spur noch halt mal ein bisschen. Glück finden wir noch ein paar. Oh. Geil. Nummer 1. Da liegt er auch schon. Oder? He is trotting away. Da steht er auf einmal vor mir. Ich glaub's ja wohl nicht. So, wenn wir uns leise verhalten, kommen sie eventuell noch wieder. Der Typ hier hat definitiv genug jetzt. Da unten kommen die. Er greift an. Ist er tot? Ja, der ist tot, glaube ich. Ah, da wird noch mehr. Thank you.
Okay, die hauen nach rechts ab. Ich würde sagen, wir finden erstmal die Tiere. Ich komme gleich wieder. Hey, kann der so lange überleben mit einem tödlichen Treffer? Nummer 1. Bronze. Verstehe ich nicht. So, die blaue Spur hätte ich ja hier oben aufgenommen und das war nicht der, der jetzt hier lag. Und zwar hier, sehr gering, ja, alles klar. Ich dachte, scheiße, gleich wieder hier hochlaufen. Jetzt geht er hier lang. Da unten liegt das Tier. So, und dann hatte ich hier oben noch zwei Anschüsse. Na komm. Die sind hier lang gelaufen. Da ist der erste Blutfleck. Tödlicher Treffer. Das war der erste. Hier ist der zweite. Mittel. Und die Blutspur gehört aber nicht zu dem hier. Naja, kann ich jetzt nicht sehen. Aber da liegt der andere schon. Der andere ist ein bisschen weiter gelaufen. Dieser hier. Aber die müssten eigentlich beide hier in der Nähe liegen. Nummer 4. Auch Bronze. Und da liegt der andere.
Ja, coole Sache. Höhle gefunden, paar Wisente geschossen. Was will man mehr? Ja, ich werde mir jetzt hier nochmal einen Baum suchen, denn ich muss mal was loswerden. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Moin, moin!